Ich bin der Hugo Gomez Ferreira und ich bin 19. Ich wohne zwar dort und momentan bin ich im gestalterischen Vorkurs in der Kunstschule Liechtenstein. Ich war 4 Jahre lang in der Realschule Vaduz. Nachdem habe ich eine 4-jährige Lehre als Polymech gemacht. Und während der Lehre habe ich mich entschieden, um an die Kunstschule Liechtenstein zu kommen. Während der Lehre habe ich angefangen, gestalterisch und künstlerisch aktiv zu werden. Ich habe viel Zeichnen gemalt. Und weil letztes Jahr im Vorkurs andere Freunde von mir hier in der Schule waren, und die dann ab und zu mal hier am Abend geschaut habe, was sie alles machen, habe ich gemerkt, also, dass es für mich ideal ist, weil ich es eigentlich selber auch machen will. Und dann ihre Arbeiten und in den Stundenplan angeschaut. Und das hat mich sehr angesprochen. Der erste Grund ist, weil ich zwar dort wohne und Schule ist zu Nendeln, also habe ich einen kurzen Schulweg. Der zweite Grund ist, es ist eine kleine Schule, es ist sehr familiär, man kennt alle. Und der dritte Grund ist, man wird vom Staat subventioniert. Und es heisst, dass ein Teil von Schulgebühren vom Staat gezahlt wird. Es ist wie normal in der Schule, man hat 5-mal in der Woche Schule, vom Morgen bis zum Nachmittag. Es ist sehr bunt und vielfältig. Es heisst, wir haben Szenografie, das Zeichnen, Malen, dann auch Plastik gestalten, wo man so Gipsobjekte macht. Und man wird individuell gefördert. Das heisst, dass man individuell für den Beruf, den man später hat, eine Mappe zusammenstellt für das Studium, das man machen will. Ich würde es eigentlich jedem empfehlen, weil es ist ein Orientierungsjahr, wo man neue Wege findet, sich aber selber findet. Aber die Hauptgruppe sind schon die gestalterisch aktiv sind, die später einen gestalterischen Beruf erlernen wollen. Und denen noch, von mir aus noch Tipps ist, dass man daheim viel selber machen sollte. Das heisst, alles, was du später erlernen willst, auch dort in der Freizeit sehr viel ausübst. Nach dem Schuljahr möchte ich mich an die Hochschule Luzern für den Studiengang Illustration und Fiction bewerben. Dort ist das realistisch genaue Zeichnen sehr wichtig und man tut Tier oder Objekt realistisch darstellen.